Hi, hier ist deine PTA-Anlaufweek am 22. Mai und das sind einige der Themen. E-Rezept für Privatversicherte mit Kostenbeleg, Eucerin wirkt für Shop-Apotheke und Urlaub verschieben ist tabu. Der flächendeckende Rollout für das E-Rezept für Privatversicherte ist noch längst nicht vollzogen. Denn noch nicht alle privaten Krankenversicherungen haben das E-Rezept im Angebot. Im zweiten Halbjahr wollen jedoch weitere Kassen nachziehen. Apotheken müssen unter Umständen Belege liefern. Über einen Newsletter warb Eucerin kürzlich für eine Bestellung bei der Shop-Apotheke. Die Empörung war groß. Beiersdorf bezieht Stellung. Wir unterstützen mit unseren Marketingmaßnahmen nach wie vor hauptsächlich die stationäre Apotheke. Doch der E-Commerce-Bereich bietet ein zusätzliches Potenzial. Kann der geplante Urlaub verschoben werden? In der Regel gilt, ist der Urlaub einmal genehmigt, gilt er als verbindlich und kann nicht einfach wieder zurückgenommen werden. Zumindest nicht einseitig. Wie immer gibt es Ausnahmen. Für die Herstellung von Spironolacton-Suspensionen liefert das DRC NRF eine standardisierte Vorschrift für die Stärke 5 Milligramm pro Milliliter. Auch für andere Konzentrationen gibt es nun weitere Tipps. Leiden Frauen unter starken Menstruationsblutungen, sind Arzneimittel mit Acetylsalicylsäure vor und während der Periode tabu. Den Grund dafür erfährst du auf ptainlove.de. Tschüss!